Chancen und Perspektiven für Minderheitenmedien. Zu diesem Thema bot das Institut für Auslandsbeziehungen IFA einen Workshop für Vertreter deutschsprachiger Medien in der Berliner Journalistenschule an. Dabei ergab sich die Möglichkeit, sich über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenziale des eigenen Mediums mit anderen Minderheitenmedien auszutauschen und sich über aktuelle Trends und innovative Ideen in den Bereichen Unternehmensführung, Marktorientierung und Kundenbedienung zu informieren. Rumänien war dabei vertreten von der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien, dem Demokratischen Forum der Deutschen und dem Medienverein Funkforum. Das Fachwissen für den Workshop kam von einer Trainerin, der bundesdeutschen Journalistin Iris Fulda. Sie ist Hörfunktrainerin und Organisationsberaterin. Wo, wie und was sie genau macht, werden Sie uns später noch genauer erzählen. Und vorher möchte ich das Begrüßungswort an Herrn Dr. Hans-Dieter Stell. Ich bin Referatsleiter hier oder zuständig für den Bereich Kultur, politische Beziehungen und Medien. Beziehungen zwischen Deutschland und allen europäischen Ländern, allen Beitrittsländern. Das heißt, wir überlegen, wo ist es wichtig, dass wir mit welchen Mittlern, wie zum Beispiel das IFA oder Goethe oder DAAD und diesen ganzen Ihnen ja auch bekannten Institutionen, wo können wir arbeiten, Schwerpunkte setzen, wo müssen wir mehr investieren oder wo können wir es auch wieder runterfahren, weil es läuft und so weiter. Also ist ja kulturpolitisch. Und das ist seit einem guten Jahr verbunden mit medienpolitischer Arbeit, weil man sich einfach sagt, erkannt hat, dass diese Medienarbeit eben auch ein zentraler Bereich ist von kulturpolitischer Zusammenarbeit. Aber letztlich ist unser Interesse daran wirklich zu sehen, wie können wir sozusagen mit Ihnen ein Netzwerk bilden, und das geht für Sie, für den Bereich der Minderheiten und für die Umgebung, für die gesamte Gesellschaft, in der Sie leben, und dann strahlt das wieder zurück. Und sollte zurückstrahlen nach Deutschland. Das hat dann auch langfristig für beide Seiten eine große Bedeutung, weil das nämlich über Entwicklungen im Minderheitenbereich hinausführt und eben eine langfristige Perspektive eröffnet, was Zusammenarbeit, Unterstützung, Förderung und so weiter anbelangt. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Best Practice Workshop in Berlin, in Berlins Mitte, Alexanderplatz. Vor 125 Jahren wurde dieser Füller patentiert, nicht dieser hier, aber das System als solches. Da hatte jemand eine ganz schlaue Idee. Es gab sowohl Tinte als auch Feder, aber es gab es nicht zusammen funktionierend und immer gerade so in der Streichflüssigkeit, wie man es brauchte. Und ich dachte, das könnte doch ein tolles Symbol sein, nicht nur für die Kollegen und Kolleginnen der Schreibenden Zunft, sondern auch für die, die in den elektronischen Medien arbeiten. Wenn man zwei Dinge schlau zueinander bringt, die doch schon vorhanden sind, kann es eine tatsächliche Innovation sein. Und dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Ich bin gelernte Radiofrau, bin ein Jahr vor der Wende nach Berlin gekommen, habe hier die Wende erlebt, war beim RIAS Berlin, Rundfunk im amerikanischen Sektor, die gibt es jetzt nicht mehr, den RIAS gibt es auch nicht mehr, ist ja auch nicht so, und habe später dann das Inforadio Berlin-Brandenburg mit aufgebaut. Das heißt, ich habe als Chefin vom Dienst gearbeitet, war in Führungsverantwortung und weiß, was es heißt, so einen Laden flott zu halten. Ich bin Manfred Volkmann, bin der Leiter der Berliner Journalistenschule und freue mich, dass Sie hier sind. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie mögen, gerne mit mir und mit den anderen Menschen zu reden, die hier bei uns heute und morgen im Hause sind. Mein Büro ist gleich hinter dieser Wand. Meine Tür ist immer offen, und wenn Sie mögen, erzähle ich Ihnen gerne mehr in den kleineren und größeren Pausen über die Berliner Journalistenschule. Im Moment nur so viel. Wir sind eine unabhängige Schule, gegründet vom Journalistenverband in West-Berlin in den 80er Jahren, und wir sind seit 1992 hier Mieter im Berliner Verlag. Wir bilden Journalisten aus für alle Medien und gebildeten Journalisten weiter. Alles das, was Sie haben, steht Ihnen zur Verfügung, und ich hoffe, dass Sie zwei schöne, angenehme Tage haben in der Berliner Journalistenschule. Und wann immer Sie Hilfe brauchen und wann immer es Probleme gibt, heute und morgen hier, bitte sagen Sie Bescheid. Wir helfen gerne, wenn Sie Hilfe brauchen. Innerhalb dieser Konferenz stellte der Medienverein Funkforum sein neuestes Projekt vor, ein gemeinsames Online-Portal für deutschsprachige Medien aus Rumänien, Ungarn, Serbien und Kroatien. Die Internetseite ist unter der Adresse www.funkforum.net erreichbar, und der weitere Link heißt Medienforum. Das Projekt wurde zu Jahresbeginn gestartet, gefördert aus Mitteln des Bundesdeutschen Auswärtigen Amtes über das IFA, und es umfasst bisher die besten Radiobeiträge der deutschsprachigen Redaktionen aus der grenzüberschreitenden Region. Als nächstes sollen sich auch die hiesigen Printmedien und TV-Redaktionen an das Projekt anschließen.